Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt nochmal in einem Vers, und durch Allahs Gnade warst du lieb und mild und warmherzig und feinfühlig mit ihnen und liebevoll, subhanallah, wärst du aber schroff und hartherzig. Bei Allah, sie hätten dir niemals geglaubt, vertraut und gefolgt, subhanallah. So, subhanallah, sei milde und warmherzig und feinfühlig mit ihnen, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leitet, subhanallah. Und viele Menschen, subhanallah, sie denken, nein, die verstehen das nur mit Härte und mit Schreien und so. Subhanallah, achi, du redest mit Menschen und nicht mit Tieren. Daher erhebe dein Akhlaq, dein Benehmen, den Anstand, erhebe ihn und sei von den Menschen, die einen hohen Benehmen und hohen Anstand haben, subhanallah. Ertaqi bi Akhlaq, also werde gehoben durch dein Verhalten und sei feindlich mit den Menschen, so werden die Menschen dir zuhören und sie werden von dir ein Wort annehmen.